So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von XXX Medias. Ich habe heute das PS3 Gamepad Lux von Big Ben Interactive mit der Artikelnummer 25-15-31 und ich zeige euch das Gamepad einfach mal. Also das Gamepad hat zwei Analogsticks, einen linken und einen rechten, die Start- und Select-Taste, einen PS-Button, damit man, wenn man das Gamepad an die PlayStation 3 anschließt, direkt einen Zugriff hat auf das PlayStation 3-Menü. Die vier Aktionstasten, die genauso aussehen wie bei der PlayStation. Kreis, Dreieck, Viereck und X. Die jeweiligen Bezeichnungen stehen auch nochmal auf Englisch auf den Buttons drauf, ganz klein. Dann hat das Gamepad vier Schultertasten, einmal L1, L2, R1 und R2. Dabei sind die Tasten L2 und R2 schräg gesetzt, sodass es recht angenehm ist, diese zu drücken. Dann hat das Gamepad natürlich noch ein Steuerkreuz und das waren dann alle Tasten. Das Gamepad hat ein Gewicht von 278 Gramm und die Maße betragen 190 x 170 x 80 mm. Auf der Rückseite vom Gamepad findet man ein Sticker, wo wieder drauf steht Big Ben Interactive und dann noch das Modell, das sich PS3 Pad Vib nennt, was wahrscheinlich Vibration bedeuten soll. Das Gamepad Lux von Big Ben Interactive wird in so einer Verpackung geliefert, die, wie ich finde, sehr gut gelungen ist, aber ich finde dieses zusammengeschweißte Plastik nicht sehr gut, da es doch immer etwas länger dauert, bis man das aufbekommen hat. Was noch nicht okay ist, ist, dass man auf der Big Ben Seite und sonst im Internet keine Treiber für dieses Gamepad findet, wenn man es am PC benutzen will. Da ich leider keine PlayStation 3 besitze, kann ich es leider nur am PC benutzen und man so keine Vibrationsfunktion nutzen kann. Ich bin mir sicher, es wird bestimmt Wege geben, wie man das machen kann, aber es wird doch dann ziemlich kompliziert sein. Kommen wir zum Praxistest und dort fällt einem natürlich erstmal auf, dass der PlayStation-Button, der bei der PlayStation 3 direkt zum Menü, zum Hauptmenü führt, immer blinkt, was etwas nervt nach einer Weile. Was noch nervt, ist die Tatsache, dass man die Buttons etwas zu doll drücken muss, meiner Meinung nach, da man sonst gar keine Reaktion im Spiel kriegt und das ist doch schon ziemlich nervig. Ansonsten liegt das Gamepad Lux von Big Ben Interactive sehr gut in der Hand und es würde auch Spaß machen, mit diesem zu spielen, wären da nicht die Probleme mit den Buttons drücken. Das Gamepad findet man im Internet schon ab 25 Euro laut idealo.de und ich finde, der Preis ist doch etwas hoch für das, was man geboten bekommt, also meine Empfehlung ist, dieses Gamepad nicht zu kaufen. Wenn ihr euch also ein neues Gamepad kaufen wollt, dann würde ich lieber das andere Gamepad von Big Ben Interactive nehmen, was ich auch schon reviewed habe, und nicht das Gamepad Lux, weil es doch durch die Buttons-Probleme eher nicht empfehlenswert ist. Dennoch bedanke ich mich bei Big Ben Interactive und Indigo Pearl, dass sie mir dieses Gamepad zur Verfügung gestellt haben zum Testen und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Euer Franz, euer XXX Medias und haut rein!